Du hast ja auch mehrere Sachen ausprobiert. Du hast sogar mal Pornos synchronisiert, habe ich genau, gelesen. Genau, ja, das war... Kriegt man da ein Drehbuch, wo A und O steht? Waren es eigene Pornos? Also pass auf, ich erzähl's euch mal kurz. Ich könnte es auch freestylen. Ja! Ja, ja. Das ist eine gute Idee. Los geht's. Dancen. Die Freestyle-Show. Dancen Freestyle-Show. Yo, yo, wir sind Dancen. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Format, die Dancen Freestyle Show. Wir hatten eine sehr lange Pause. An unsere ZuschauerInnen, wer die ersten Folgen noch nicht gesehen hat, wir hatten Gal von Keno da, Maniac und Liquid, Antifuchs und Fedel K. Es ist ein komplett improvisiertes Format, zumindest die Beats. Sie sind improvisierter denn je, würde ich sogar sagen. Ich finde es schön, manche Sachen, da kann man einfach eigentlich gar kein Komparativ bilden, aber man macht es trotzdem ständig. Zum Beispiel, wobei einzigste ist ja sogar superlativ, also einzig. Einziger, einzigster, das ist ja totaler Schmarrn eigentlich, aber alle benutzen es. Vielleicht fallen dir noch ein paar Superlative für unsere Gäste ein. Die hocken da auf den Stühlen, komplett vergessen. Superlativ im Sinne von, es sind die ältesten MCs. Wir sind selbst schon Superlative. Ihr dürft noch nicht reden, weil ihr seid noch nicht im Doch. Bild. Zu eurer Linken, liebes Publikum, René, MC René, in den 90ern schon super Fame gewesen, so ein richtiger MTV All-Star Classic, kann man das so sagen? Nee, kann man nicht so sagen. Nee? Ihm gegenüber, manche kennen dich vielleicht dann noch als Kurt Taylor, richtig? Junge, der ist Tim Thaler. Ja, aber das bin ich auch nicht. Ich bin der Retro-Gott. Retro-Gott, darf ich dich Gott nennen? Ja, nein. Lieber nicht. Herrgott. Darfst mich Kurt nennen, aber ansonsten Retro-Gott. Darf ich mich dein Jünger nennen? Dann wär's Retro-Jesus. Ich übernehme dafür keine Verantwortung, keine Haftung. Was wäre denn der Sohn? Aber gern. Wir sind Hardcore-Fans von euch und cool, ihr merkt es daran, dass wir einfach so sinnlos rumlabern. Ihr habt die Ruhe, ihr seid die Dinos, wir hören zu, was die Dinos zu sagen haben. Wie fühlt ihr euch in den Sesseln? Ist es weird oder ist es okay? Wir fühlen uns wie die Einzigsten. Ich glaube, was aber wirklich schwer ist, ist euch beide in einem Trap-Kontext zu bekommen. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir ein Trap-Beat spielen, weil ich will einfach wissen, wie das klingt. Probieren wir es. Okay. Kannst ja rausschneiden. Ja klar, let's go. Was haben wir denn? Nee, nee, nee. Das ging schnell. Alles Yo. Wird immer schnelllebiger. Yeah, hier kommt ein redseliger Freestylender. MC yeah. René und Retro Geo Doppel T. Rini Mann am Mikrofon, der geht heute steil mit dem Double Time Flow. Schleunige ich mich. Rini Mann am Mikrofon, der macht seinen Rhyme, aber manchmal betäube ich mich. Ach, Mucke ist so wie Walking Dead. Andere Leute machen Boom Bap, andere Leute machen Trap. Ich mach Mucke und ich bleib dope. Ja Mann, und ich schreib dope. MC Reen, gestern Morgen Rudi, ich bin zeitlos. Hey, ich komm rein und ich mach's grrr wie eine Taube. Und wenn ich weiter rappe, verliere ich nie mein Glaube. R-I-T und E und Doppel T ist der Mac. Ihr wollt Väter sein und seht jetzt auch schon wie Walking Dead. MC Breen am Mikrofon, ich snitche nicht wie 6ix9ine. Im Walking Dead meiner Gefühle bin ich auch ein Rick Grimes, yeah. All diese Serien kenn ich nicht, aber das ist nicht schlimm, denn insgeheim nenn ich mich ein Regisseur, Improvisateur, Provokateur, Retro-Geo-Doppel-T stört sich selbst, ich bringe mich aus dem Konzept, ich bin zu Hause und mache Trapper, den darf niemand hören, weil das alles geheim ist. Yo, yeah, das hier ist kein Gleichnis. Es gibt keine Moral, es gibt nur ein Glas, ein Mikrofon, ein Tisch, ein Sessel. Ich befinde mich im Battle gegen den Beat, was nicht stimmt, denn der Beat geschieht und der Retro-Gott zieht sich die figurativen Lines.
in seinem Kopf und ist schon ganz high auf dem naturellen High, dem intellektuellen High. Ich lege ein spirituelles Ei und dann schlüpft ein spiritueller, intellektueller, ausgedachter Prophet heraus und irgendwann geht mir die Knete aus und dann bestelle ich mir neue im digitalen Kaufrausch. Alles per Klick abrufbar. Ich mag lieber den Drum als den anderen Computer, mit dem ich die E-Mails checke. Yeah, ich weiß nicht, ob ich trappe. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich rap einfach nur auf einen langsameren Beat. Und bin noch nicht so ganz drin. Hat es euch gefallen? Haben wir euch bekehren können? Nee, springt bei mir nicht, noch nicht so über. Ich weiß nicht. Also ich habe deinen Fuß beobachtet. Du hast so ganz kurz so gemacht, ja. Und dann hast du es aber gemerkt, dass du so machst, dann hast du wieder nee. Ich glaube, da interpretierst du zu viel. Mir fällt das erst jetzt auf, dass du ein anderes Mikrofon hast. Normalerweise haben wir die Funk-Mics. Du benutzt ja dein eigenes. Warum? Aus Hygienegründen und einfach, weil ich gerne immer mit dem gleichen Mikrofon rap. Aber schon immer. Ja. Also das ist eine soundästhetische Sache, also auch, nee, oder? Nee, nicht wirklich. Ich habe eine Frage, und zwar. Ich glaube schon, dass nee. Ich könnte wahrscheinlich bei Wetten, dass nicht erraten, welches Mikrofon ein Funk-Mic ist und welches ein Kabel-Mic ist. Das wäre eine Challenge. Anhand der. Ja. Aber. Ja. Ich habe da eine Frage, und zwar gibt es einen Song. Bin auch ein Heimscheißer, sozusagen. Nicht wie René, der ist ein Zugscheißer. Auf jeden Fall safe, man. Ich habe so viele Züge schon durchgeschissen. Deswegen kommt die Bahn noch immer zu spät, wegen technischer Störung. Kann ich kurz meine Frage mal formulieren? Nicht Zug, sondern Flughafen. Am Flughafen machen sich alle schön. Dexter, das Feature mit Dexter von dir. Mhm. Da habe ich das Gefühl, dass deine Stimme komplett anders klingt als sonst. Hast du das auch? Ja, irgendwie schon so. Nee, ist es nicht ein anderes Mic oder so? Ja, ich habe das bei Dexter aufgenommen. Das war auf jeden Fall ein anderes Mic, aber. Ich finde das so richtig Hi-Fi und sonst hast du so einen, eben so einen SM-Beta. Aber vielleicht müssen wir dich jetzt einfach für die Wette anmelden, weil du scheinst den Unterschied zu hören. Ja, ich bild mir das ein. Ich habe dann tatsächlich die Comments drunter durchsucht, ob es irgendjemandem noch so geht. Kennt ihr das, wenn ihr Videos guckt und dann so eine Assoziation habt und hofft, dass irgendjemand das ähnlich sieht wie man selbst? Apropos Comments, wir sind dankbar, wenn ihr uns mal feedbackt, wie ihr das findet, weil so funktionieren Algorithmen und uns interessiert es natürlich wirklich. Du bist Bahnprofi, René, ne? Du bist ausgewiesener Bahnprofi. Wie war das damals noch ohne Internet? Was hast du gemacht die ganze Zeit? Ja, okay, also es war ja unter der Kategorie freiwillige asoziale Jahre, als ich dann tatsächlich meinen Wohnsitz aufgegeben habe. Wann müssen wir uns darauf einstellen? In welchem Zeitraum war es ungefähr? Ehrlich gesagt war das schon wieder 10 Jahre her, also 2010. Okay. Hat die Reise gestartet. Ohne festen Wohnsitz habe ich mich dann für die Bahncard 100 im Abonnement entschieden, weil... Was kostet das? 350 oder 360 Euro im Monat. Aha. So hat damals auch mein WG-Zimmer gekostet und das waren zu viele fixe Kosten, also habe ich mich gegen die Wohnung entschieden. Ich habe gehört, du hast noch mit Glashäufer Umlauf zusammen gewohnt, stimmt das? Ja, das ist richtig. Den Namen habe ich es heute nicht, ne? Seid ihr zusammen angereist? Ja. Gab es irgendwelche Tricks, die ihr dir noch zum Bahnfahren zeigen konnt? Immer Seife mitbringen. Ich finde diese Dinger geil, die so abschaben, wo man so feste Seife hat im Zug und dann dreht's das finde ich mega. Hätte ich auch gern zu Hause, ehrlich gesagt. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr richtig. Ich habe mal Interrail gemacht und die haben tatsächlich die ganzen ausrangierten deutschen Züge, die fahren jetzt irgendwo in Bulgarien rum und da hast du noch diese Kernseife, wie sagt man dazu, Kernseifraspeln. Das wird der Begriff sein. Das sind ja alte Parmesanreiben, die wurden ja dann erstmal in die Züge gebaut. Und besser als andersrum. Wenn du so lange im Zug gewohnt hast, da sind ja doch bestimmt mega viele Dinge passiert. Denkst du, dass du inhaltlich da ein bisschen was dazu erzählen könntest in einem Freestyle? Ja, mit Sicherheit. Also selbst wenn nichts passiert ist, kann ich was darüber erzählen.
Und können wir probieren, also vielleicht, dass wir eine kleine Challenge haben, auch für Retro-Gott, könntest du vielleicht versuchen, eine Hook zu etablieren? Oder ist es zu modern? Hooks ja, zu etablieren? Ich guck mal, was der René macht. Wir kommen ja nicht mit der Hook rein, das wäre zu poppig. Let the algorithm hit him, aber hier nicht, wir skippen die Hook, ja. Yo, ich nannte mich selber den Trainman. Yo, hear the drummer get wicked. Zug hat mich mein Leben lang begleitet. Mit 15 hatte ich mein erstes Tramper-Ticket. Mein erstes Tramper-Ticket. 4 Wochen musste ich auf jeden Fall kein Crack kochen, um mir diese Karte zu finanzieren. Sondern ich musste Hip-Hop-Menschen infizieren. Beim Freestyle-Contest hat man immer gesagt, dass du gut freestylen konntest, obwohl du es nicht wolltest, aber solltest. So hab ich die Gage in ein Tramper-Ticket investiert und hab in jeder Stadt dann gastiert. Irgendwie ist das die Schiene, die ich das ganze Leben fuhr. Das war meine Spur, manchmal war ich auch irgendwo in meinem Geist und stand in meiner Karriere auf dem Abstellgleis. Irgendwo war ich am Mikrofon und als ich keine Wohnung hatte, lebte ich in der Bahnhofsmission. Ja, so viele Menschen habe ich getroffen und irgendwann 2013 habe ich mit einem Breaker im Bahnhofsklo eingesoffen. Und wir haben geträumt von irgendeinem Joint und ich überwand den toten Point mit der Mobilität und dachte, Bahnfahren ist meine neue Realität. Alle haben gedacht, willst du nicht irgendwann wieder eine Wohnung haben oder für immer wie eine kleine Küchenschabe auf dem Platz sitzen? Auf jeden Fall dachte ich, das ist jetzt mein Leben und ich dachte, ich bin kein MC. Statt Rapper machte ich Stand-Up-Comedy, mehr schlecht als recht oder wie ich sagen wollte, als ich den Zug nicht nehmen wollte. Bahncard 100, hab mich immer gewundert, wohin die Reise führt. Auf jeden Fall hab ich das Leben gespürt. Auf jeden Fall wusste ich nicht, wohin die Reise geht. Es hat mich fasziniert, in Bewegung zu sein, weil man stillsteht. Immer aus dem Fenster geschaut und meine eigene Welt zurechtgebaut. Und mir im Leben was getraut, alles fallen gelassen wie ein Heißluftballon mit dem Ballast. Bahncard 100 Comedian, fast geschafft. Ich kam auf mein Leben nicht klar, aber ich hab mich lebendig gefühlt, als wär ich auf MDMA. Aber natürlich nur im metaphorischen Sinne und ich hoffe, dass ich es noch weit auf den Schienen der Nation bringe. Auf jeden Fall ist es noch mein Lieblingstransportmittel. Auf jeden Fall wollte ich sein, wie ich nicht war. Doch in der Bahncard 100 war die Reise zu mir selbst und darauf kam ich klar. Der Zug endet hier, bitte alle aussteigen. Von der Bahncard 100 zur Bahncard 50 zur Bahncard 25 und dann geht gar nichts mehr. Der Zug endet hier, bitte alle aussteigen. Von der Bahncard 100 zur Bahncard 50 zur Bahncard 25 und dann stehst du hier, sitzt fest. Das war die Hook. Nach der Hook kommt auch eigentlich eine zweite Strophe. Aber muss auch nicht. Vorbei. Yeah. Sweet. Retro-Gott, du bist früher mit Hass und Hoden aufgetreten. Wir haben ein Statement von dir gefunden, wo du dich relativ deutlich und klar distanzierst von einigen Texten, die du früher gemacht hast. Ja, diese Hass und Hoden, die waren ganz schlimm. Also ja. da geht's um Sexismus und um Homophobie. Ich habe tatsächlich irgendwann die Gelegenheit ergriffen, um mich von vielem, was ich vorher gemacht habe, inhaltlich zu distanzieren. Hat es da Leute gegeben, die sich dann abgewendet haben? Danach? Die gesagt haben, bounce nicht, hittet nicht mehr so hart irgendwie. Auf jedem Konzert ist mindestens einer, der sagt, der nur gekommen ist, um mir zu sagen, dass alles, was danach kam, scheiße war und dass er nur gekommen ist für den Fall, dass wir nochmal ein paar alte Songs spielen. Rückfall erleidet. Das ist okay, das ist in Ordnung. Ich habe in meinen ersten Studienjahren tatsächlich auch viel Retro-Gott bzw. Hass und Hoden gepumpt, weil das war noch die Zeit, da gab es kein Streaming und ich hatte dann irgendwie halt mir das auf Rapidshare gezogen und dann gut auf iTunes synchronisiert und dann irgendwie stimmt das da. Alter, du sagst gerade unserem Gast, dass du seine Beats gezogen hast, oder? Ich würde mich entschädigen. Also das ist vielleicht auch der Moment, wo man als alter Internetkrimineller sich mal revanchieren kann. Soll ich den Zehner pumpen? Es gab ja noch kein Spotify. Ich leg die hier hin, ich geb die dir dann. Deshalb, du warst Avantgarde. Stimmt. Musikhörenden Avantgarde. Es gibt ja auch so den Move, dass man es einfach selber als Link irgendwo hochlädt. Ja, oder nachbaut. Man macht so ein paar Hip-Hop-Beats mit Jazz-Samples und homophobes Zeug quatschen. Kann ja jeder, dann macht man es einfach selber. Aber ich habe mich, will ich nur die Gelegenheit nutzen, ich habe mich ehrlich und aufrichtig davon distanziert, weil ich es für nicht richtig empfand.
Okay, und wenn du jetzt heute Texte schreibst, genderst du? Das würde mich interessieren. Nein. Okay, weil glaubst du, dass jetzt in 10 Jahren zum Beispiel der Moment kommen könnte, wo du sagst, ich distanziere mich von dem Zeug damals, weil ich nicht gegendert habe? Ernst gemeinte Frage. Nee, ja, ernst gemeinte Antwort kann ich mir nicht vorstellen, aber hättest du mich vor 20 Jahren gefragt, hätte ich mir es wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, dass mein damals 10 Jahre in der Zukunft fliegendes Ich sich eins davon distanzieren wird, aber das kann, also ich bin zum Beispiel ein Freund des generischen Femininums, wenn wir jetzt wirklich ernsthaft über Sprachpolitik reden möchten, aber das Gendern widerstrebt mir auch so aus, ja, weiß ich nicht, flowtechnischen Gründen. Mhm. Und vielleicht Gewohnheitssache. Und das führt aber auch viel zu weit. Aber also ich finde, und ich mache auch nochmal einen Unterschied zwischen schriftsprachlichem Gebrauch von Institutionen und Kunst. Mhm. Also ich kann mir auch, ja, ich will jetzt also in so eine hinterher, sage ich jetzt was Falsches. Ach du, das ist super aufgeladen. Würdest du das machen? Gendern. Ja. Wenn ein Doppelreim bei rumkommt, dann schon, ne? Ja. Für den Reim tut man so einiges. Ja, also generell muss man halt einfach schauen, dass es halt wichtig ist, weil sich über Sprache natürlich Symbole verbreiten oder beziehungsweise Narrative. Aber jetzt aus meiner Sichtweise, also wie ich Texte mache, müsste ich mich selber einfach mal fragen, mache ich jetzt besonders maskulin betonte Raps, ne? Habe ich mich auch mal gefragt, ist das jetzt so, okay, mein Text so krass männlich, dass jetzt Frauen als Hörer ausgeschlossen sind, weil ich sie nicht anspreche? Sind sie. Nee, ich frage das, ich stelle das im Raum, es interessiert mich ja selber. Der Raum hat geantwortet. Ja, also. Gott ist überall. Für mich ist es auf jeden Fall als Künstler was anderes, Menschen diffamierend, wirklich mit beleidigenden Bezeichnungen zu etikettieren oder das nicht zu tun, ist nochmal was anderes, ein anderer Entschluss, als jetzt zu versuchen, über einen bestimmten Sprachhabitus zu versuchen, der gesamten menschlichen Wirklichkeit, auch mit allen Facetten der Sexualität und der Identität gerecht zu werden. Mhm. Das unterstelle ich jetzt mal dem Gendern, dass da so ein bisschen die Absicht dahinter steht, die gesamte Wirklichkeit potenziell zu beschreiben. Leute, wir sind leider am Ende der Show angekommen. Ja. Machen wir ein bisschen Mucke zusammen. Definitiv. Yeah. Kurt, du bist auch als Producer tätig. Ich weiß, du stehst auf DJ. Wir haben ein paar Interviews gelesen, wo du sagst, dass du auch großer Verfechter der DJ-Ideologie. Ja, der DJ-Ideologie. Ja. Das, ja. Ja, ich bin DJ auch. Also auch ein sehr guter. Nicht staatlich geprüft, aber ich lege auf Partys Schallplatten auf. Wir haben gerade keinen Plattenspieler da, aber was wir haben, ist eine Band, der du erzählen kannst, was du machen sollst. Und es wäre arschgeil, wenn du einen Beat von dir wirklich nachbaust und den vielleicht mit uns performst. Was mich in Verlegenheit bringt, weil ich ja nicht Beatboxen kann. Aber du kannst ihnen ja sagen, was sie machen sollen. Also ich reagiere auf so Begriffe wie 16. Pause. Wir versuchen mal was so bei 89 BPM. 89,3. Das muss ich mir erst in meinem Computer einstellen. 89,3 bitte. 89,3. Okay, und jetzt brauche ich, eine gelbe Bassline, die so ein bisschen von oben nach unten geht. So. Bum, 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 bum. Irgendwie so. Du bist Synästhetiker. Ich mache mit Samplern Musik, mit Hardware. Ich nehme höchstens mit Computerprogrammen auf. Du kannst ruhig schon mal anfangen zu spielen. Vielleicht, wenn es. Ja, irgendwie sowas. Das muss auch für dich cool sein. Und genau, also ich benutze, da gibt es keine Farben, also die MPC hat kein Farbdisplay zum Beispiel, die SP1200 auch nicht, aber ich bin Synästhetiker, das stimmt, deshalb wollte ich eine gelbe Bassline. Yeah. Ja. Die geht ein bisschen ins Orange-Farben rein, aber das ist gut so. Und jetzt brauche ich eine blaue 16-Hi-Hat. Ja. Yeah. Und dann brauche ich so ein. Ich kann auch nicht Beatboxen, aber. Und das wäre gut, wenn da zwischendurch so ein Drumroll kommt mit der Snare, so ein.
Ja, yeah. Genau, das ist gut. Und dann, ich weiß auch nicht, jetzt suche ich in meiner Kiste, wenn ich Keys brauche, gucke ich entweder bei irgendwie so, gucke ich bei Bill Evans oder Ahmad Jamal, aber wir haben ja jetzt hier so eher ein Keyboard, vielleicht einfach, ich skip einfach mal die Platte durch, okay? Also ich nehme den Tonarm und leg den irgendwo auf die Platte und du spielst einfach das, was dann auf der Platte kommt, was passt. Boah, Gott sei Dank, direkt was gefunden, was passt. Ah, yeah, so. Mega. Pitchen wir den Bass wieder? Ah. Ich finde, da könnten noch so Gitarren, so, ich beherrsche ja nicht so viel Musikersprech, deshalb sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen so was Waka-Waka-mäßiges. Und dann, Ja. Wird ein Schuh draus und vielleicht mache ich einen Rap drauf. Und wenn nicht, dann kommt MC René auch. Ich meine, er ist schon da, mit Mikrofon da. Und wir benutzen, wäre Rap-Skate noch nicht einmal schoner. Haben keinen Helm an, keine Wristguards, keine Knieschützer. Yeah, ich bin Raps-Beschützer oder Beschützerin. Ich überbrücke in wenigen Sekunden die Zeit, die von einem Takt zum anderen führt, Retro-Gott entführt, Rap nichts führt, an mir vorbei, alles führt zu mir, so wie alle Wege nach Rom führen. Wenn wir den Brei am Mikrofon umrühren, entsteht nicht irgendein Einheitsbrei draus. Es wird ein richtig toller Reim draus, ein Reimhaus, eine reime Stadt, eine reime Zivilisation. Also MC René, was hast du zu sagen mit deinem Mikrofon? Normalerweise würde ich jetzt weitermachen, aber ich hab jetzt keinen Bock mehr. Normalerweise würde ich jetzt weitermachen, aber ich hab jetzt keinen Bock mehr. Und wenn ich rappe und sage, ich habe keinen Bock mehr, dann wäre ich ein Hartz-IV-MC und hätte keinen Job mehr. Ich wollte immer Rapper sein, ich packte meine Schmerzen in die Texte rein, um mich von ihnen zu befreien. Nur für mich allein wollte ich der Beste sein. Oft war ich mein Feind, aber die Zeiten sind vorbei. Oh, ich bleibe dope und offenbar mich hochbegabt. Jede Zeile float und ich bin high ohne Opiat. Jede Nacht in Somia, Schreibtexte molekular. In meiner Soap-Opera bin ich nur Karaoke-Star. Du verschwindest von der Bildfläche wie Nokia. Chille, wenn ich spreche und therapier dich wie Domian. Du machst einen auf Oligarch, aber hast dich nur hochgeschlafen. Du bist nur ein Hologramm von schon lange Totgesagten. Yeah. Ich bin David und werf Steine auf dich Goliath. Nach deinem Probejahr bist du gesigned von deiner Ohnmacht. Denn du bist nur ein Fashion-Opfer und kein Modezar. Produzierst den ganzen Tag nur Scheiße wie die Cholera. Ihr seid alles Geldwäsche-Rapper, nur mit Fremdreferenzen einer Wegwerfgesellschaft. Digge die Essenz, um den Sound für die Fans zu verbessern. Als Musik wie eine Ware mit Trends zu verbessern. Ich wollte immer Rapper sein. Ich packte meine Schmerzen in die Texte rein, um mich von ihnen zu befreien. Ja, nur für mich allein wollte ich der Beste sein. Offer ich mein Feind, aber die Zeiten sind vorbei. Offer ich mein Feind, aber die Zeiten sind vorbei. Offer ich mein Feind, aber die Zeiten sind vorbei. Ich wollte immer der Beste sein. Wollte mir dabei nicht wehtun, deshalb packe ich meine kugelsichere Weste ein. Denn als MC lebst du gefährlich. Ich bin nicht versichert, ich bin noch nicht einmal bei der GEMA Mitglied. Wenn man meinen Shit sieht oder meinen Shit hört, stört man sich an nichts, denn das ist der perfekte Shit. Der Shit bringt noch nicht einmal eine Ecke mit. Er ist rund wie ein Kreis, 360 Grad. Nichts an Perfektion wird dir bei meinem Rap erspart. Mein Rap ist hart, mein Rap ist weich, mein Rap reicht. Mein Rap streicht alle anderen Raps durch. Mein Rap hat nur Furcht vor der Furcht. Das heißt, er hat vor nichts Angst und mein Licht ist an. Das heißt, ich gieße mir noch ein Bier in den Kopf ein und alles, was ich mache, wird Hip-Hop sein. So wie Falk Schacht mal behauptete, wenn er sich ein Brot schmiert, ist das ein Hip-Hop-Brot. Darüber würde ich noch einmal in die Diskursphase eintreten. Meine Reime treten, meine Reime beten, nicht nach oben und treten nach unten, meine Reime sind überall. Yeah, omnipräsent. Du spielst die Band sozusagen. Super dope, geiler Beatcore. Das war genau der Beat, den ich machen wollte. War fresh. Yannick, wir haben gestern ein paar Sachen recherchiert. Es ist super interessant. Wann hast du dein Buch zum Beispiel geschrieben? 2011. Ich wollte ja Comedy machen, aber als das Buch da war, war ich ganz glücklich, weil ich habe dann... Weil keiner gelacht hat? Ja, weil keiner gelacht hat und wenn, dann nur
weil es eine lustige Geschichte war und nicht, weil man jetzt die Leute zum Lachen bringen muss. Also das Lesen selber hat mir praktisch wieder geholfen, wieder zum MC zu werden, weil ich dann im Hörbuch angefangen habe, die Kapitel mit Songs zu... Das interessiert mich von euch beiden. Es ist jetzt so, also ich meine, wir sind irgendwie Musiker, teilweise studiert, alles studiert in dem Fall, aber bei uns gibt es irgendwie so diesen Plan B. Also es gibt so dieses, okay, man tourt, man spielt, man unterrichtet aber auch und es gibt irgendwie so dieses Ding zum Geldverdienen. Ihr habt vorher selber gesagt, ihr seid jetzt keine ausgebildeten Rapper und ihr seid auch keine Fußballer, die dann irgendwann Trainer werden können. Was macht ihr, um Geld reinzubringen, wenn ihr... Man kann ja gar kein ausgebildeter Rapper sein. Ja, das noch nicht. Ausgebildet, eingebildet. Es gibt ja überall diese Pop-Universitäten in allen Städten Deutschlands, da gibt es bestimmt bald MC-ness zu studieren. Ich weiß auch nicht, ob damit nicht man eigentlich an dem Ast sägt, auf dem man sitzt. Also man kann natürlich hier und da mal einen Workshop geben, aber... Das machst du auch? Nicht. Das habe ich auch schon gemacht. Die Konkurrenz ausbildet? Nee, das hat nichts mit Konkurrenz zu tun, aber ich glaube nicht, dass Hip-Hop irgendwas ist, was man groß kanonisieren und verschulen und akademisieren, institutionalisieren kann oder sollte. Ja. Deshalb, also ich finde auch die Frage, was ist, wenn das nicht klappt, oder als ich dann im Zug gelebt habe, haben die Leute auch automatisch gefragt, wie lange willst du das machen? Wenn du jetzt Musik machst und du bist jetzt nicht der Obersuperstar, den jeder kennt, dann geht jeder davon in der normalen Gesellschaft, also der klassische Arbeitnehmer davon aus, der muss ja Millionär sein. Also es gibt halt immer nur diese Extreme, wie Leute bewertet werden, die von der Kunst leben. Es gibt Künstler, die... Wenn du mit einer Bahncard 100 ankommst, dann denkt man das halt auch erstmal. Ja, es ist halt immer so, kannst du von dem leben, was du tust? Offensichtlich ja, also wenn man das macht, was man macht. Ich bin ja nur das vom Beruf, was ich am meisten mache. Wenn ich jetzt sage, ich bin MC, aber arbeite halt 20 Stunden in der Pizzabäckerei, dann bin ich Pizzabäcker, der nebenbei Rapper ist. Und bei mir war es so, dass aber bei dir ist es, du hast ja auch mehrere Sachen ausprobiert, du hast sogar mal Porno synchronisiert, habe ich gelesen. Ja, das war Teil meines gigantischen Selbstexperiments, also ich wurde... Kriegt man da ein Drehbuch, wo A und O steht? Waren es eigene Pornos? Also pass auf, ich erzähle es euch mal kurz, ich könnte es auch freestylen. Ja, das ist eine gute Idee. Los geht's. Kriegen wir für Retrogott noch ein Thema, was da sich du bist einfügt. Der Regisseur. Retrogott rappt über das Szenario und du rappst über die Synchro. Cheesy ja. Shit. Bossa. Was sagst du zu Bossa? Du machst ein kurzes Intro und dann... Ist das Pornomusik? Es ist sehr rot, oder? 80s, wie sagst du? 1982. Ja. Ich kann das ja nicht beurteilen, weil ich nie Pornos geguckt habe. Okay, I will tell you. Ich bin das immer umgangen. Ja. Geiler Beat, so ist richtig. Bis heute mache ich einen großen Bogen darum, weißt du? So, deshalb, ich habe da null Berührungspunkte. Ja. Aber, deshalb da nicht so viel Erfahrung, aber ich beschreibe jetzt so das Setting. Stell dir vor, soll ich jetzt so drehbuchmäßig so das anleiten, ja, also zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechts begegnen sich in einem Raum. Und der Raum ist auf eine besondere Art und Weise beschaffen, aber er ist nicht so beschaffen, dass man jetzt sofort denken würde, dass diese zwei Menschen ficken. Aber sie machen es einfach, weil sie dafür bezahlt werden. Es ist ihr Job, es ist ihr Broterwerb und du sollst das jetzt vertonen. Und du machst das so gut, dass hinterher Leute die Szene nochmal neu drehen müssen, weil da sind so viele Gefühle und aber auch Gedanken und so richtig eine Liebesphilosophie ist dabei rübergekommen, dass sie das nochmal neu drehen mussten, weil das einfach deiner Kunst, deiner Stöhnkunst nicht gerecht wurde. Ja. Go. Sie hieß Natascha und sie kam aus Lettland, traf Holger, den Gärtner, der sie aufregend und nett fand. Und sie schwammten über die Olga mit Yellow Blue und Broken Heart. Aber sie wusste nicht, Holger hatte als Ficker einen Vertrag bei Rocco Siffredi Records. Er war seit ein paar Jahren gesigned. Er hat Ästhetik und sexuelle Begierde in einer Person vereint. Bei ihm war Ficken real shit, bei ihm war Ficken kein Gelaber.
Und wenn das Ding da unten nicht richtig steht, dann bestellt er sich im Internet Kamagra. Kamagra aus Indien, das hat den Shit wieder steil gemacht. Und Holger hat Natascha, das Au-pair-Mädchen, in diesem Raum angelacht. Es hat sie angemacht und er ist schon voll gekommen. Und sie sind beide auf Spermawolken durch die Träume geschwommen. Ein ganz klarer Fall von Sexual Appropriation. Yeah, aber das waren andere Zeiten. Es waren andere Zeiten. Für ein Appel und ein Ei wurden wir engagiert. Ich wurde gezwungen und habe nur aus dem Überlebensinstinkt beim Pornosynchron mit Stöhnen reagiert. Und die Kollegin, die mich akquirierte, war selber Comedian. Sie sprach Belgisch, Italienisch und Deutsch und Französisch. Und wir synchronisierten Weltkriegspornos, wo die Alliierten in Deutschland einfielen und die Frauen beglückten. Es geht immer nur um die Frauen, oder? Ja, das war das Schlimme. So eine Pornos haben wir synchronisiert. Und wir haben es einfach nicht realisiert. Wir wollten nur das schnelle Geld und die Brötchen. Der Rest hat uns nicht interessiert. Und ihr habt synchronisiert. Wir haben synchronisiert und es ging so. Den habe ich gesehen, den Film. Der hieß Bauer sucht Sau. Ich dachte, das wäre gar kein Porno. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich nie Pornos gesehen habe, aber ich habe den Film doch gesehen. Aber ich dachte, das wäre Kunst. Ich dachte, das wäre so eine Doku über die Geschichte von Deutschland. Ja, es hat viel. Also es ist halt auch eine Mischung zwischen Knowledge und Sexualkunde-Unterricht. Hat dir das denn beim hast du den Eindruck gehabt, dass dir die Erfahrung als Rapper dabei geholfen hat, so ja, mit der Stimme umzugehen? Ja. Und vielleicht auch vice versa, dass du durch das Stöhnen nochmal neue Facetten deiner Stimme entdeckt hast? Ja, es war transzendent. Sehr gut. Wollen wir vielleicht noch einen Track machen, wo ihr einfach losbittet? Ja. Ja, kann klar, Text genau. Sein. Er macht Parts, ich mach Parts. Okay. Parts. Ja. Samu, haust du irgendeinen Lick? Für MCs bring ich mehr Drama als Sophokles. Ich bin so dope, Junkies hören mich nicht vor ihrem Drogentest. Fett wie Büffel Mozzarella, funky wie Appenzeller. G's machen auf Untergrund in ihrem Kartoffelkeller. Ich klaue ihnen die Winterration, man munkelt schon, ich sei Robin Hoods Reinkarnation. Ich hörte die Liebe zu Rap, ginge verloren. Also ich den Beat und kassiere dann noch Finderlohn. Hintermond in Isolation, wie hinterm eisernen Vorhang. Mach ich nicht den Sound, wie die meisten ihn fordern. Auch wenn der Wack-Shit die Masse mit reißt wie ein Orkan, bleibe ich immun gegen Leichen gehorsam. MCs fallen in Leichenstarre. Ich erfinde das Rad nicht neu, aber den Leichenkarren. Sag Simsalabim, Sesam, öffne dich. Doch das Tor zum Erfolg sagt dir, ich möchte nicht. Ein Nein ist ein Nein, Akzeptanz ist eine Tugend. Wir bleiben funky und rufen. Nein, ich beherrsche nicht die Sprache der Jugend und reagiere unbeherrscht, wenn alte Säcke das versuchen. Alte Säcke, yeah. Alte Säcke, neue Säcke. Yo. Ah, es ist schon seltsam, schau ich mir diese Welt an. Seltsam, lebe jetzt das Leben meiner Eltern. Back in the days when I was a teenager, hatte ich eine Weste wie Naughty by Nature, oh, oh Pager. Trave Straße 6, schreibe den ersten Text, ja. Alle folgen, yo, um TB Raps auf VHS. Schule, IGS, überall das Best. Kleine Pause, schwarzes Brett, Essen machen, schmeiß ich weg, yo. Weil das Essen nicht schmeckt, ich wollte cool sein. Wie Lord Finesse hatte, aber ADHS. Lifestyle, White Style, at its best. Der Stift, mit dem ich wende, Betech ist wasserfest. Basketball bedeckt, Hände mit Dreck, komme als Netz. Aber der aus der 12 blockt mich ans Brett, yo. Lange bevor ich die erste Platte press, pauk ich für den Mathe-Test, bekomme eine glatte 6. Hitzefrei für Sek und der Stufe 1. Pumpe mit 12, peinlicherweise Vanilla-Eis. Alte Schule, keine Rapper, alles Mettler. Iron Maiden, Jeans, West, Mathe, Ike, Hessler. Hip-Hop war noch keine Welle, keine Epidemie, wie ein Alien. Nur eine Anomalie, außer meine Homes kannte keiner hier EPMD. Keiner war so cool wie wir, außer die Community. Aus der letzten Reihe seit der ersten Stunde. Pferdelunge trägt über den Loop. Ziehe Kraft aus jeder Ehrenrunde. Herz auf der Zunge, geh die Wege, die ich schuf. Aus der ersten Reihe bis zur letzten Stunde. Treppenstufen nehme ich im Flug. Pferdelunge schweigt für eine Schrecksekunde. Doch jede Wunde geht auch wieder zu. Yo,
konnte mir die Johns nie leisten. Frisur de la Soul, 3 feet high and rising. Mirror, mirror on the wall, vor dem Spiegel zappel ich mit Fingern wie ein Zitteraal und das Mic als Lineal. Big Daddy Kane, R-A-W, kein Abba. Such die Frau auf dem Plattencover wie bei Xanadu. Power to the people, Malcolm X, you can touch this. Tanze ganze Pump-Schritte mit. Knete mir Afrika-Ketten aus Fimo. Euch Boys in der Hood im Kino, Ölauge El Pacino. Die Ice-T Rhyme Pace hielt ich ganz fest. Einmal hab ich sie verliehen, doch am Ende war sie weg. Hatte die Aldi-Doppelkassetten-Decks. Rappe in die Kopfhörer-Texte von Das Effects. Abenteuer-Spielbücher, einsamer Wolf. Keep it real bedeutet heute noch, bleibe dir einfach treu. Hip-Hop war noch keine Welle, keine Epidemie. Wie ein Alien, nur eine Anomalie. Außer meine Homes kannte keiner hier EPMD. Keiner war so cool wie wir, außer die Community. Aus der letzten Reihe seit der ersten Stunde. Treppenstufen nehme ich im Flug. Pferdelunge schweigt wie eine Schrecksekunde. Doch jede Wunde geht doch wieder zu. Hi. Yeah. Der Beat hat mir sehr gut gefallen. Ja. Yeah. Irgendwann haue ich mir den Zahn raus. Es war uns eine Ehre, dass wir euch da hatten. Ich fand es tierisch geil, ich hatte wahnsinnig Spaß. Übelst. Und wir hätten eigentlich morgen zusammen live gespielt. Bitte lass uns das nachholen. Klar. Yeah. Cut, jetzt haben wir es auf Band, sehr gut. Beweis. Ach so, darum ging es. Das war hier so ein kleiner, mieser Trick hier. Dancing-Trick. Yannick, spielst du jetzt ein Solo? Jetzt sofort. Nee, jetzt so im Outro. Ich spiel gerne ein Solo im Outro. Okay, geil. Also wir danken unseren Sponsoren Fritz Cola, Rothaus, Knitterfisch und der Groove Station. Vielen Dank für euren Support. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Wir danken natürlich MC René und RetroGod, dass sie hier sich auf diesen schönen Stühlen hinsetzen wollten. Peace. Skull. Yeah.